Guten Tag, Leute, hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir spielen weiter wieder in der Premier League gegen Newcastle United. Okay, Leute, in Nuke gegen Ding haben wir es. In der Premier League sind wir ein bisschen nicht so das Top-Team. Da sind wir ein bisschen im Hintertreffen in der Premier League, Leute. Da werden wir sehen, in der Premier League sind wir ein wenig, haben wir ein bisschen, sind wir ein bisschen im Hintertreffen, muss man so sagen. Da sind wir ein bisschen im Hintertreffen, Leute. Da müssen wir halt jetzt ein bisschen besser spielen, Mann. Dafür müssen wir jetzt ein bisschen mal wieder Spiele gewinnen, Leute. Da sind wir ein bisschen im Hintertreffen, Leute. So müssen wir schon so sagen, Leute. In der Premier League kämpfen wir ein bisschen zu sehr um den Anschluss. Und ich muss sagen, da kämpfen wir zu extrem, um hier dran zu bleiben, Leute, oben. Wir brauchen Siege um die Meisterschaft wieder zu kämpfen, Leute. Da müssen wir gewinnen, Leute. Dass wir halt oben dran bleiben. Wir müssen oben an den Top. Ja, Top 5, Top 3 wollen wir dranbleiben, Leute. Sind wir halt zurzeit nicht ganz. Sind halt nicht so top-mäßig dran, Leute. Das ist halt das Problem. Wir müssen wieder ran an die oberen Top 3, Top 2, Top 5. Ja, wir sind gerade einen Platz hinter in der Top 5, was erstmal unser Minimalziel ist, Leute. Unser Minimalziel ist erstmal die Top 5, dann kommt 5, Top 3 und dann wollen wir Erster werden, Leute. Also ist unser erstmal Top 5, Top 3, Top 10. Erster, Top 1, Leute. Und dann wollen wir die Top 1 haben, Leute. Aber es wird halt schwer, Leute. Wir haben, die anderen Teams haben einen besseren Groove wie Umirkat, Leute, in den letzten Monaten. In den letzten Wochen, Leute. Haben die halt besser einen Groove gerade wie mir. Aber wenn wir heute eine schöne Sieg holen, dann bleiben wir oben dran, Leute. Kämpfen, bleiben. Haben wir noch nicht die Chance hier weit zu kommen noch. Aber wir haben eine Chance, hier in der Premier League wieder die obere um halt enden. Wir wissen, wir müssen oben mitspielen, Leute. Weil sonst ist schneller der Trainerposten weg, wie man denkt, Leute. Und dann müssen wir halt wieder das Team suchen.
Mit Mann Werner. Verein suchen, Leute. Und bei Liverpool haben wir. Wir haben eine Mannschaft gefunden, in die, ja, eine gute Mannschaft. Gute Verein, einer Traditions, großer Traditionsverein. Wir werden sehen, ob man bei FIFA 24 mit Liverpool spielen oder halt mit einem anderen Team. Man weiß es noch nicht. Man weiß es nicht, aber Liverpool ist zurzeit. Die haben einen kleinen Lauf zurzeit. Wir haben so alle. Oh, was ist mit Newcastle gerade los? Was ist mit Newcastle United gerade los? Die sind aber. Ah, nein, aber nicht so stark gestanden. Ja, die sind auch nicht so mega gut gestartet wie Männer noch Männer. Ja, Newcastle weiß natürlich gewinnen wir. Ja, für Newcastle geht es auch um viel, aber für uns geht es erstmal um die Top 5, in die Top 5 zu kommen, Leute. Und wenn wir dann in den Top 5 sind, dann Top 3, dann. Wenn wir Top 5, Top 3, dann Top 1, Leute. Und dann um die Titel zu kämpfen, Leute. Um den Titel zu kämpfen, um die Meisterschaft. Wir haben müssen ja verteidigen diese Saison, Leute. Wir sind der Titelverteidiger auf dem Titel, Leute. Aber ob wir eine Chance haben, das Ding wieder zu uns. Ob wir eine Chance haben, diesen Titel zu verteidigen. Werden wir ein bisschen erstmal den Wind zum Winter überstehen, Leute, und dann schauen wir weiter. Und dann schauen wir weiter und dann kommt halt jetzt noch. Wir müssen erstmal oben in Top 5, Top 3 dranbleiben und dann halt. Und dann oben dranbleiben, Leute. Und dann halt in der Rückrunde, wo es dann wirklich um die Trophäen. Wir müssen oben dranbleiben bis in die Winterpause, Leute. Zur Winterpause müssen wir oben dranbleiben, Leute. Um halt dann in der Hinrückrunde wieder so wie letzte Saison, wo man die letzten 7 Spiele gewonnen hat, wo Man U eigentlich gedacht hat, sie werden Meister, Menu. Aber am Ende haben wir einfach Menu einmal mit 7 Siegen so unter Druck gesetzt, Leute. Dass sie einfach keine Chance mehr gehabt haben, irgendwas zu schaffen, Leute. Das müssen wir die Saison auch wieder versuchen hinzukriegen, wenn wir das hinkriegen, Leute. Die Mannschaft wieder so hinkriegen. Wenn wir die Mannschaft so hinkriegen, wir ohne die Top 5 zu kommen, Leute, erstmal. Und dann.
Es schaffe Top 5, Top 3 und dann Top 1 zu werden. Zum Ende der, ja, des Endes der Saison Top 1 zu sein, das ist unser Ziel, Leute. Das ist unser Ziel, zu Ende der Saison Top 1 zu sein, Leute. Und dann, und sonst, das alles andere wird sich entscheiden, Leute, was dann passiert, Leute, mit der Mannschaft. Im Sommer oder ne, im Sommer, wenn wir vielleicht neues Team brauchen oder so. Aber wenn wir so weiterspielen, Leute, wird es wahrscheinlich, braucht man wahrscheinlich kein neues Team. Dann werden wir in die nächste. Aber wieder, ja, wie gesagt, Leute, der Start der Karriere war sehr holprig, muss man sagen, Leute. Die war sehr holprig, die Start in diese Karriere. Junge, warum lasst du den Ball einfach nicht so einen Vorteil geben? Warum lasst du den Vorteil? Okay, Handspiel war wieder Handspiel. Wurde als Handspiel gewertet, Leute. Okay, Liverpool. Liverpool macht es 4-1. Oh Gott, der hat aber. Also, er hat aber jetzt den Ball jetzt aber richtig verschossen. Junge, das ist der Ball, da ist ja. Auf den Parkplatz gekommen, Leute. Ist ja auf dem Parkplatz. Der ist ja auf dem Parkplatz geflogen oder noch weiter weg. Da ist er noch weiter weggeflogen, wie man gesagt Und oh, dann ging Newcastle United, oh, ging Sheffield United, oh, Sheffield. Ja, gegen Sheffield könnte auch ein spannendes Spiel werden. Ah, merken wir mal. Aber man merkt, ja, wir brauchen. Oh, alle fast. Alle, schade, dass er nicht durchkommen ist, der Ball. Und ja, und wir spielen, wir wechseln nach regelmäßig aus, Leute, dass man halt jeder spielen kann. Dass halt die Mannschaft immer fit und bereit ist. Und du musst mal wieder aufpassen, das war nicht gut. Ah, ja. Lieber, wir machen jetzt Ruhe, die Spiele sind jetzt immer schnell gut drin, aber. Wir lassen aber auch ein bisschen Ruhe im Spiel, Leute. Das ist dann auch wichtig. Wir lassen auch ein bisschen Ruhe ins Spiel. Wir machen nicht 90 Minuten volle Power, Leute. Ne?
Wir lassen einmal die Teams mal ein bisschen Ruhe. Naja, und für Newcastle sieht's heute können wir mit 0 Punkten nach Hause fahren, Leute. Fahren wieder mit 0 Punkten nach Hause, Leute. Werden wieder mit 0 Punkten nach Newcastle zurückfahren. Okay, mal berührt. Na, das war so. Ja, das war nicht so das feine englische Art, Leute, aber wir haben ein schönes Spiel gemacht. Und man merkt, zur Zeit ist wieder so, wir sind wieder in der Phase, wo man einfach mit einem ruhigen Spiel sind. Und ich bin mal gespannt, wann es dann, wenn man dann die Spieler. Jetzt wird es aber nochmal spannend, oder? Jetzt wird es ein bisschen zu spannend. Jetzt haben wir uns zu sehr einnudeln lassen, Leute, von Newcastle, Leute, von Newcastle United, Leute. Muss man so leider so. So, es sieht aber gut aus, Leute. Auch wenn man jetzt zwei Gegentore kassiert hat, bleiben, ja, werden wir jetzt wahrscheinlich die kein Gegentor mehr kassieren, hoffen wir mal nicht. Die letzten 10 Minuten, denke ich. Für die letzten 10 Minuten hier in dem Spiel. Aber Newcastle will hier. Haben wir uns zu früh ausgeruht, Leute? Haben Liverpool zu früh ausgeruht, Leute? Hat Liverpool sich so früh ausgeruht, Leute? Oh Mann, oh, Mann. Uff.
Boah, da war das knapp und Glück für Lukas, weil das wäre der Todesstoß gewesen. Aber jetzt lass mal ein bisschen Zeit. Lukas muss aber jetzt mal Tempo machen, also Sie wissen. Es sind nicht mehr lange zu spielen. Nur 1,30 auf der Uhr, Leute. Noch 1,30 auf der Uhr, Leute. Und jetzt schön Zeit, runterlaufen lassen. Das weiß ich nicht. Musiala gut gespielt. Schön Eckball und jetzt ist die Zeit reden, Leute, die Zeit reden. Und jetzt wird schön Zeit runtergelaufen, Leute, für Liverpool. Und Liverpool holt sich weitere 3 Punkte für die Meisterschaft, Leute. Und sie bleiben an den Top 5, Teams dran, Leute. Das war erstmal das Ziel, Leute, oben dran zu bleiben und dann mal gucken, ob die anderen sich irgendwas passieren. Aber, und Ballbesitz haben wir heute nicht so überragend gehabt, aber wir haben gewonnen. 3 Punkte sind 3 Punkte, so muss man sagen. Ja. Time for just a few questions. Es war ein knappes Spiel, Leute. Ja, schönes, ruhiges Spiel gewesen. Okay, zum Ende der zweiten Hälfte war es ein bisschen zu stressig, weil wir halt so viel 2 Gegentor kassiert haben. Das war halt das Problem, Leute. Aber somit haben wir es hingekriegt, das Spiel hinzugewinnen, schöne 3 Punkte zu holen. Weiter an die Top 5 dran zu bleiben. Meisterschaft ist noch im Rennen, Leute. Aber wir müssen einfach unser Spiel bis zum Ende der Saison machen. Ja, Ergebnis war eigentlich nie in Gefahr so richtig, Leute. Richtig Gefahr war es noch nicht, Leute. Aber wir haben uns selber manchmal in die Fehler gemacht, Leute. Das ist halt das Problem, ja. So, jetzt schauen wir mal die Transferwertung. Er könnte hinkommen, Leute. Atem Luis. Er hat 3 Angebote, Leute. 3 Angebote, Leute. Drei Angebote. Ich bin mal gespannt, welches Angebot er dann annimmt, Leute. Bin immer sehr gespannt, Leute. Aber, so, jetzt trainieren wir wie immer, Leute, ein bisschen die Mannschaft. Und ich würde sagen, Leute, das nächste Spiel gegen Sheffield werden wir erst beim nächsten Mal spielen. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.